Leute. Ja, ich habe mir wieder mal was Neues angeschafft und wollte es euch mal kurz zeigen, weil das ist echt fett. Auch für unsere Touren später. Und zwar die Firebox. Firebox ist ein Hoboofen, also eine Brennkammer, in der man alles Mögliche, was man so hat, verbrennen kann und wo man dann seinen Topf, Pfanne etc. oben aufstellt. Keine leeren Gaskartuschen und keine mehr nachzukaufen. Und dieses Ding ist sehr schön kompakt verpackt. Clever gepackt. Und sieht so aus. Dann stelle ich das Ding mal auf. Nicht ganz unkompliziert. Aufklappen wir ein Buch, dann geht die Platte hier hinten. Aufhalten. Und dann ist hier der Boden runtergeklickt. Und schon ist das Ding soweit fertig. Hier vorne hat es noch eine kleine, kleine Windschutzklappe. Wie man sieht, ist es nicht quadratisch, damit es halt hier die Ecke reinfalten kann. Damit es ganz zusammengeht. Clever durchdachtes System. Viele verschiedene Funktionen, aber darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Dafür gibt es genug Präsentationsvideos. Ich will mir jetzt endlich mal die blöde Kriegsklößchen-Suppe machen. Die ist nämlich auch abgelaufen, 3/2012. Deswegen gibt es jetzt Kriegsklößchen-Suppe, sobald ich das Wasser warm. Und da will ich mich jetzt gleich mal ranmachen. Also, einfeuern. Womit befeuert man das Ding? Ja, womit? Wo sonst? Natürlich mit Holz. Wir natürlich. Also hier habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist übrigens mein neuer kleiner Topf, den will ich mit auf meine Wanderung nehmen. Sehr schönes Ding mit Milchpfanne. Und mit Grip. Außer mal Löffel. Gaffel. Gabellöffel. Naja. So, und jetzt wollen wir mal loslegen. Kleinholz mitgebracht. Und das wird hier einfach gerade so reingeworfen. Kleinen Mist. Das Prinzip von so einem Hoboofen ist denkbar einfach. Warme Luft vom Feuer erwärmt, steigt natürlich auf. Und dadurch saugt es von unten neue Luft hinzu und dadurch hat man im Inneren der Brennkammer eine sehr optimale Belüftung des Feuers und dadurch einen sehr effizienten Verbrennungsvorgang. Das heißt erstens weniger Material und zweitens mehr Hitze. Also in dieser Brennkammer sollen bis zu 800 Grad entstehen, was ziemlich anständig ist. ja, natürlich auch ein schöner Windschutz, alles in allem. Ich habe sie schon mal mit dem Feuertest am Start gehabt und das ging wirklich prima. Das muss man sich nicht beklagen. Natürlich ganz einfach, clevererweise, Birkenrinde. So, jetzt würde ich mal sagen, light it up.
Schöne ist, durch die gute Luftzufuhr braucht man auch gar nicht so sehr darauf achten, wie man das jetzt hier reinwirft. Beim letzten Mal habe ich alle einfach so hinein und hat sich super entzündet. Jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, dass es gut angeht. Ja, brennt. War jetzt ja nicht so schwer. Man sieht sehr schön, wie gut die Flammen nach oben ziehen, dadurch, dass eben die Luftzirkulation so gut läuft, hat man einen schönen Kamineffekt. Das Prinzip dieses Hochofens ist natürlich Ausnutzung des Kamineffektes. Therme. Schön war. Noch eine schöne Sache für den Unterstand, also damit hat man keine Probleme, den mit reinzunehmen. Sollten wir keine Probleme haben. Schon bis unten durch, kannst du auf der Bodenplatte schon sehen, dass da auch Flammen sind. Wie gesagt, ein sehr effizienter Verbrennungsvorgang. Das dicke Salz mit rein, wenn es schon mal angeht und wir auch ein bisschen Glut haben. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei dem Ding. Dadurch, dass es eben so gut brennt, bleibt auch nicht viel Glut. Also man guckt hauptsächlich auf der Flamme. Hier drüben ist kein Windschutz, weil die Ecke brauche ich dann ja zum Befeuern. Wenn hier erstmal ein Topf drauf steht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig ranzukommen. Ich habe ja vorhin gesehen, damit war diese Box zugemacht. Diese Firesticks, wie man sie nennt, haben aber natürlich eine vielfältige Einsatzmöglichkeit. Man sieht das schon schön geschwärzt. Das liegt natürlich daran, dass es einerseits hier oben zur Auflage dient, um den Topf abstellen zu können. Wenn man einen breiteren Topf in der Pfanne hat, können sie auch hier oben drauf tun. Da rein natürlich, wodurch dann auch die Luftzirkulation zum Seiten heraus gewährleistet ist. Und natürlich kann man sie auch weiterhin noch nutzen, in diesen vielen Löchern für mannigfaltige Befestigungsmöglichkeiten, wenn man eine Flasche weiter reinstellen will zum Beispiel. Eine Richtung wird geraucht, wie immer. Oder aber zum Giegel. Also Giegelstäbchen bleibt dabei. Das finde ich natürlich immer sehr praktisch. Das ist aber schön warm. Ne? Gefällt mir. So. Das Schöne ist, durch diesen effizienten Brennvorgang kann man wirklich sehr kleines Holz nehmen, also mit vier Stückchen kommt man schon ziemlich weit. Muss natürlich viel zum Nachlege haben, aber das ist Holz, was wir bei unserem normalen Feuer fürs Kochen gar nicht in Erwägung ziehen würden. Und hier, das ist alles, was wir brauchen. Ja, ich verbrenne hier gerade die Reste aus dem Keller. Mein Vater hat da vor Jahren schon mal das ganze Holz ziemlich klein gemacht, vor allem das Kleinholz. Also die Ästchen und so hat er wirklich dann sich hingestellt und stundenlang vor sich hingebrochen. Also zerbrochen. Und die stehen halt immer noch rum seit Jahr und Tag. Passt mir jetzt ganz gut in den Kram, weil die sind auch eine schöne Länge. Die ich mir gesucht habe jedenfalls. Und dadurch sie sich sehr schön zum Einsatz immer gebrochen. Ja, also wie ihr seht, es brennt die ganze Zeit wunderbar, ist natürlich jetzt auch trockenes Holz,
spielt aber im Grunde keine große Rolle, weil sobald da unten drin erstmal die Temperatur herrscht, kann man alles reinwerfen. Wenn es keinen zu großen Querschnitt hat, dann Rungs würde ich jetzt da nicht reinstellen, natürlich, dann macht das dann auch doch irgendwie aus. Aber alle kleineren Äste oder so, wenn man so ist, schmeißt drauf, selbst wenn die Nasen, die sind so schnell getrocknet, turbo trocken. Ja. So, ich werde jetzt auch noch ein bisschen kosten, während das hier sich in Rage brennt. Und sobald es jetzt ein bisschen zusammengesackt ist, werde ich dann anfangen und mein Wasser warm machen für die Grießflüssigkeit.